Willkommen, willkommen zu The Mighty Quest von Epic Loot mit mir, Peter Bus von Greed.de und einem von euch, nämlich King Gigi. King Gigi, dann schauen wir doch mal. Stufe 21, dann gehe ich mit meinem Krieger rein, würde ich behaupten. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwas auf die Beine stellen kann oder ob ich hoffnungslos geschlagen werde, wie schon so oft. Wie schon so oft. Irgendwie bekomme ich langsam selbst den Eindruck, dass ich nur noch in Schlössern eine Chance habe, die deutlich unter meinem Level sind. Also so deutlich, dass es da überhaupt gar keine Frage gibt, dass ich da überhaupt nicht sein sollte. Der hat gerade meinen Stun geblockt. Ich fasse es nicht. Also solche Zufallsdinger sollte es einfach nicht geben. Was ist das für ein Quatsch? Das war übrigens sehr offensichtlich, dass der da dranhängt. Also warum sollte man den allein hinstellen? Oh cool, der war gerade verwirrt und hat die Skelette gehauen. So, das ist eine wahrscheinlich coole Kombination. Wenn, also hier würde ich zum Beispiel, würde ich eher einen von den Hungerbots ersetzen durch einen Bad Dog. Weil nämlich dann die Chance besteht, dass der Hungerbot häufiger zuschlägt. Und der Seke ebenso. Eventuell hilft das. Das hier ist so eine Kombination, die irgendwie eklig geworden ist. Aber man sieht hier mal, es ist im Augenblick wieder so, dass man sich nicht mit Schlössern anlegen kann oder sollte, die deutlich oder auch nur ein bisschen über dem eigenen Level sind. Alles, was drunter ist, ist viel zu einfach und alles, was drüber ist, ist im Grunde genommen unmachbar. Yay, ihr habt sie wieder genau in den Ursprungszustand zurückversetzt. Ich bin so stolz auf euch. So, da hat mir gerade der Seke den einen Hungerbot zerschossen. Finde ich eine gute Sache. Manchmal braucht man auch einfach Hilfe. Ne? So. Also wenn ich jetzt nicht konstant hier in dem fucking Feuer drin stehen würde, wie der letzte Napp auf dem Planeten, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so besonders gefährlich ist. Stirb. Jetzt haben wir da ganz viele. Haben die jetzt schon dieses seltsame Ding, was die können? Oder ist es jetzt noch nicht? Keine Vampire nehmen. Verdammt nochmal. Die kannst du nehmen, ja. Die sind nervig. Die sind absolut abartig nervig. Warum zieh ich's ran und kick's weg? Fragen, die ich mir niemals erklären werden kann. Oh Mann. Ha! Ich hab's geschafft, ohne Bad Dog zu killen. Die Gruppe ist in Ordnung. Nichts auszusetzen. Die Fallen sind auch in Ordnung. Auch nichts auszusetzen. Bei den Zyklopen, ich, wie gesagt, lieber die Ansturmzyklopen. Die sind im Augenblick einfach besser. Sicherlich können die nicht so oft ihre Fertigkeit einsetzen wie die hier mit den Keulen, aber ich weiß nicht. Ich fühle mich unwohl mit denen, muss ich sagen. Auch wenn ich die deutlich cooler finde, aber cool ist leider nicht der ausschlaggebende Faktor in diesem Spiel. Leider, leider nicht. Das hier ist sehr gut kombiniert. Eventuell, also ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen wegen der Minen. Eventuell ist das nicht so optimal. Weil man sich da oben ganz gut verstecken könnte. Aber die Fallen sind hervorragend dafür. Und man wird auch so ein bisschen in die Mitte hingezwungen. Ob man das möchte oder nicht. Sehr, sehr cool. Ja, das war ein gutes Schloss. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Wenn es gefallen hat, Like da lassen, wer was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht genannt hat, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dahin.